Entschuldigung. Ja, hallo und herzlich willkommen. Dasselbe T-Shirt. Ich mache 3 Videos hintereinander. Das ist momentan für mich einfach das Beste. So, heute kommen wir mal zum Film Die Jagd mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Einem dänischen Film, den ich seinerzeit auch im Kino gesehen habe, weil ich die Geschichte sehr interessant fand und mal gucken wollte, wie sie es umgesetzt haben. Und ich muss sagen, das ist halt wirklich ein Top-Film. Ja, also der sei wirklich mal, das sei mal eine Empfehlung, sei jedem ans Herz gelegt. Es geht halt um, wie heißt der, Lukas, genau. Also den Mads. Ne? Ein Kindergarten, Kindergärtner, nicht Kindergarten, ein Kindergärtner, der ein bisschen Probleme im privaten Leben hat. Seine Frau hat sich von ihm getrennt, sein Sohn, den hätte er gerne bei sich, das will seine Frau aber irgendwie nicht. Und sein Leben ist halt nicht gerade einfach. Und ja, da kommt es leider nicht sehr gut, dass plötzlich ein Mädchen aus dem Kindergarten behauptet, dass er sich vor ihr nackig gemacht hätte und dabei einen Steifen gehabt hat. Ja, was halt, ich sage jetzt mal, klein beginnt, wird halt immer größer. Also das Mädchen sagt es der Kindergartenleiterin, die sich dann zwar mit dem Lukas unterhält darüber, aber natürlich das Ganze, ja, nicht auf sich beruhen lassen kann. Also ich meine, ist ja prinzipiell richtig, das Ganze nicht auf sich beruhen zu lassen. Ja, und dann halt einen Experten dazu holt. Und das Problem bei der ganzen Kiste ist, das kann man gleich vorweg sagen, weil das ja gleich zu Beginn des Films passiert, er hat es nicht getan. Die Kleine ist, ja, wie soll man das nennen, hat sich sozusagen in ihn verliebt. Ja, ist ein bisschen verschossen in ihn und er erwidert das natürlich nicht, sondern im Gegenteil weist sie zurück und sagt, du, das macht man, also weil sie ihn zum Beispiel küsst, sagt er, das macht man nicht, das machst du nur mit deinen Eltern. Ja, und ja, da ist sie dann natürlich ein bisschen grantig und behauptet das einfach von ihm. Und das Problem ist natürlich jetzt, dass irgendwann sie merkt auch, hoppala, ich habe da was ausgelöst, jetzt sind alle irgendwie sauer auf ihn, den sie ja eigentlich ganz nett findet und der auch weiterhin nett findet. Das ist ja oft so, gerade bei Kindern, dass sie irgendwie sagen, dass sie ihre Mütter hassen oder ihre Eltern hassen oder so und dann einen Tag später ist das quasi schon wieder vergessen. Und sie merken, wie gesagt, sie merkt halt, hoppala, ne, irgendwas ist jetzt und dann versucht mit ihren Eltern zu reden und sagt, nein, ich habe das nur aus Quatsch erzählt. Die aber natürlich jetzt so in diesem Modus drin sind, dass ihr ehemalig bester Freund ein Kinderschänder ist, der sich an ihrem Kind vergriffen hat, dass sie natürlich nur glauben, dass die Kleine das quasi als, um ihn zu schützen oder dass sie das quasi verdrängt, ne, dass es wirklich passiert ist und sie das jetzt einfach nur verdrängt. Und also ihr gar nicht mehr zuhören und das Ganze wird natürlich ein Selbstläufer. Ne? Dann spielt sich plötzlich jeder als Moralpolizist auf und egal wo er hinkommt, er ist natürlich hier nicht mehr gesehen, nicht mehr gern gesehen und muss sofort gehen und alles und er darf nicht mehr in den Supermarkt einkaufen gehen, ne? Weil es kommen auch normale Menschen in diesen Supermarkt und wenn die das wüssten und bla. Ne? Und das Ganze nimmt natürlich immer krassere Formen an. Und wenn ihr den Film nicht kennt, also ich möchte das Ende nicht verraten. Ich muss dazu sagen, also es ist nicht in Anführungsstrichen nicht ganz so schlimm. Er hat auch Leute, die zu ihm stehen, die jetzt wirklich sagen, ey, ich kenne diesen Typen seit Jahren. Da ist noch nie irgendwas in der Richtung gewesen und ich glaube es einfach nicht. Und ne, man weiß ja auch, Kinder, viele sagen so, ja, ein Kind lügt nicht oder so. Klar, Kinder lügen auch, sieht man ja in dem Fall. Die halt seine Freundinnen sagen, ja, Kinder haben auch Fantasie und die reimen sich da was zusammen und dann urplötzlich dann die Eltern von anderen Kindern aus dem Kindergarten meinen auch, ja, ihre Kinder, die jetzt irgendwie benehmen die sich auch komisch. Und wie gesagt, ne, das Ganze wird halt so ein Selbstläufer, das ist halt echt übel. Und der Titel übrigens, Die Jagd, ist sogar doppelt zu verstehen, weil zum einen ist es natürlich die Jagd auf ihn, ne, auf diese ganze Sache. Und es steht aber auch, das Jagen im Wald hat auch einen gewissen Anteil in diesem Film. Ja.
Aber keine Angst, nicht eher, ich möchte nicht zu viel warten. Ups, jetzt hätte ich beinahe. Nein, ja. Wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema. Definitiv ist auch, da es ja glücklicherweise ein europäischer Film ist, sehr sensibel angefasst, sehr gut angefasst mit super Schauspielern. Ich muss auch sagen, die Kleine, das ist ja wirklich ein vierjähriges Mädchen oder so, oder ein fünfjähriges Mädchen. Ich weiß gar nicht, wie man so einem Kind das beibringt. Das, was sie da sagen soll, dass sie nicht jetzt irgendwie komisch darüber denkt. Und so. Die spielt das auch wirklich gut, muss man wirklich sagen. Ne? Und es ist auch so ein Film, der in mir dann so, als ich den damals schon im Kino und jetzt nochmal, wo ich ihn auf Blu-ray gesehen habe, auch wieder so dieses Auslöst, wenn ich zeige, so. Ich meine, natürlich, ich könnte das voll verstehen, wenn man jetzt Kinder hat. Ne? Also ich habe keine jetzt, aber wenn ich jetzt ein Kind hätte und ich höre, mit meinem Kind war da irgendwas. Natürlich hätte ich jetzt Angst und denke, oh mein Gott, und so, ne? Und aber das dann halt auch wirklich als sie selbst von sich aus das sagt, ist ja nicht irgendwie, dass sie kommt und sagt, Lukas hat gesagt, ich soll euch das sagen, sondern sie sitzt dann irgendwann da und dann, wieso sind die denn alle so böse auf ihn? Ich habe doch nur was Dummes erzählt. Und dann sagt sie das so und die Eltern so, nein, du hast nichts Dummes erzählt, du hast es richtig gemacht und so. Und, ne, und dann, dass sie halt nicht zuhören wollen, dass das einfach in ihrem Kopf ist das jetzt so drin und das kriegst du dann halt auch nicht mehr raus. So, ne, und dann hänge ich dann wirklich da und das ist immer ein guter Film, wenn der so halt wirklich Gefühle in einem auslöst. Also in dem Fall Hass und Wut sozusagen. Und dann denke ich so, oh Mann. Ja, und ich muss natürlich auch dazu sagen, dass Mats oder Lukas sich auch stellenweise wie ein Psychopath benimmt. Also der macht auch viele Fehler, ja, wie ich finde. Ja, und was es dann natürlich in so einer Situation nicht einfacher macht. Im Gegenteil, eher schwieriger, weil der damit natürlich alles gegen sich aufbringt. Wobei auf der anderen Seite muss man wieder sagen, ich glaube, wenn dir sowas passiert, wenn jemand dir das vorwirft, und das jetzt nicht richtig ist, glaube ich, gerade als Mann ist es besonders schwierig, ne? Weil Männer stehen ja generell in dem Ruf, da eher veranlagt zu sein. Und da ist es auch ja dann ja sozusagen wieder natürlicher. Also ich finde es immer zum Beispiel interessant, das muss ich mal ganz kurz einwerfen, wenn man immer so liest im Internet irgendwo, eine 30-jährige Lehrerin hat sich an einem 14-jährigen Schüler vergriffen, dann hast du darunter immer Kommentare wie, oh, wieso war die nicht an meiner Schule und so. Dann finden das alle immer total cool. Das ist immer total normal. Ist der Fall andersrum, dann sofort, oh, Kinderschänder umbringen und Schwanz ab und dann geht's immer nur so. Da denke ich immer so, hä? Das eine ist irgendwie offensichtlich normal akzeptiert, das andere ist dann komplett scheiße. Ne? Und ich will jetzt keins von beiden als richtig hinstellen, nur mal so nebenbei. Aber ich finde immer diese Doppelmoral, finde ich da merkwürdig. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Keine Ahnung. Aber das musste ich mal eben sagen. Ne, wie gesagt, achso, ja, genau, er als Mann hat es da, glaube ich, schwieriger. Prinzipiell, als wenn das jetzt einer Frau vorgeworfen worden wäre. Und ich glaube, egal wie du, wenn dich so ein Vorwurf ereilt, egal wie du damit umgehst, es ist immer falsch. Wenn du jetzt sagen würdest, um die Debatte zu beenden, ja, ich habe es getan, also einfach das zuzugeben, was du nicht getan hast, dann bist du halt klar, dann bist du ein verurteilter Kinderschänder. Wenn du natürlich, so wie er das eher macht, immer sagt, so nein, da ist nichts gewesen und dagegen redest, dann sehen das ja viele eher als Bestätigung an, weil, ne, ja, klar, ne, je mehr du es abstreitest, desto mehr warst du es gewesen. Sagst du gar nichts dazu, ist das auch falsch. Ne? Also egal was, du bist in so einem Teufelskreis, aus dem du nicht mehr rauskommst. Und das ist richtig übel und das zeigt halt auch dieser Film so ein bisschen, dass du, dass dieses Thema halt wirklich, wirklich, wirklich scheiße ist. Und na gut, mehr möchte ich nicht fragen. Also das ist definitiv ein sehr guter Film. Solltet ihr euch mal angucken. Ja. Okay. Ja, das wäre es schon gewesen für heute. Wir sehen uns wieder in ein paar Tagen. Und bis dann bleibt mir immer nur zu sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser.